Was machst du denn da? Ja, ich fahr Moped. Ja, ich bin Winfried Seidel und ich war ganz am Anfang schon dabei, als die Veterama angefangen hat, die damals noch gar nicht Veterama hieß. Veterama ist an sich das Produkt einer Biertischlaune, einer Überlegung, die zwei Menschen hatten. Eine Überlegung, die einfach davon ausging, dass es Leute gibt, die Fahrzeuge restaurieren, Motorräder und Automobile, oder besser ausgedrückt historische Motorräder und historische Automobile. Und da gibt es welche, die brauchen Ersatzteile, um diese Restaurierungen irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Und da gibt es wieder welche, die haben einen Anlasser im Keller liegen, den der Nächste brauchen könnte. Und der den Anlasser brauchen könnte, hat wahrscheinlich eine Lichtmaschine im Regal liegen, die der andere brauchen könnte. Und es war unser Bestreben, diese Menschen irgendwie zusammenzubringen. Das heißt, ich saß mit meinem Freund Walter Metz zusammen und wir haben überlegt, wie man das in die Wege leiten könnte. Und ich hatte da schon so einen kleinen Ansatz, denn damals gab es schon das Mercedes-Benz-Veteranentreffen hier in Ladenburg. Und da war immer so ein kleiner Ersatzteilmarkt dabei. Die Leute brachten Teile mit. Die tauschten, die verkauften, wenn der Tausch nicht funktionierte. Und wir waren uns sehr schnell einig, dass man daraus auch etwas Größeres für alle, nicht nur für Mercedes-Benz, für alle Fabrikate machen könnte. Und so fing Veterama eigentlich an. Eigentlich hieß Veterama am Anfang ganz anders, weil wir haben uns ja überlegt, dass die Leute Teile mitbringen, die tauschen die, die kungeln, die schachern. Und in der Region hier, in der Rhein-Neckar-Region, da fuggert man, wenn man was mitbringt und was haben will, was ein anderer wahrscheinlich hat. Also haben wir uns überlegt, wir nennen das Ganze Fugger. Und wir starteten ganz fröhlich. Das ging genau 2 Jahre gut und da kam ein anwaltliches Schreiben von den Gräflich Fuggerschen, dass die ihren ehrenwerten Namen durch unsere Veranstaltung stark beschädigt sehen und man sich darüber echauffierte, dass wir das verwenden und wir sollen das bitte bleiben lassen. Und da saßen wir wieder zusammen, da haben wir überlegt, okay, Veteranenmarkt Mannheim, Veteranenmarkt Mannheim, Veterama, ja, so ist eigentlich dann Veterama entstanden und aus den anfänglichen kleinen Anfängen wurde dann eben Europas größter Oldtimermarkt. Es kamen Leute, die hatten körbeweise Sachen im Kofferraum und stellten Tische auf in einer ganz kleinen Halle, in der sogenannten Kannenberghalle. Das war eine Holzhalle, die aus dem Zweiten Weltkrieg, es muss wohl eine Versorgungshalle gewesen sein, übrig geblieben war. Das waren etwa so 30, 40 Händler, wenn man sie überhaupt so bezeichnen will. Die stießen etwa auf vielleicht 2000 Interessierte, doch schon, die dahin kamen und nach Teilen suchten. Das war einfach so, dass die Menschen gesagt haben, ich brauche es nicht mehr. Wenn du es brauchen kannst, gib mir halt was dafür. Wenn du nichts hast, was ich brauchen kann, dann gib mir halt ein bisschen Geld dafür. Spaß hat es schon gemacht.
Audio Jungle. Audio Jungle. Ja, in der Tat, es gab dann in der Veterama eine Zäsur. Die war eigentlich dadurch bedingt, dass der Maimarkt verlegt werden musste. Weil an der Stelle, wo der Maimarkt war und wo dann eigentlich auch unser Veranstaltungsgelände war, mit der großen Merohalle, da sollte ja das Landesmuseum gebaut werden. Und da waren natürlich Baumaßnahmen nötig. Und wir waren uns nicht ganz sicher, ob diese Baumaßnahmen in dem Zwischenbereich zwischen einer Veterama im Herbst, jedes zweite Wochenende im Oktober, und dem nächsten Herbst, wieder zweites Wochenende im Oktober, fertig wird. Und da haben wir nach einem neuen Standort gesucht, zur Sicherheit einfach. Und da sind wir nach Ludwigshafen gegangen, in die Friedrich-Ebert-Halle und um das Gelände herum haben unsere Veterama aufgebaut im Frühjahr, vorsichtshalber, in der Hoffnung, dass vielleicht im Herbst die große Veterama in Mannheim doch wieder geht. Und es war auch so, die funktionierte. Und da haben wir gesagt, ja gut, die Leute brauchen zum Saisonbeginn im Frühjahr Teile, um ihre Fahrzeuge für die bevorstehende Rallye-Saison im Sommer zu präparieren. Sie brauchen natürlich auch im Herbst ganz wichtig Teile, weil im Winter wird ja geschraubt in den Hinterhofwerkstätten, in den kleinen Garagen, wo immer Oldtimer stehen. Und dann haben wir das einfach beibehalten. Und es wurde immer größer. Dann wurde leider das Gelände in Ludwigshafen auch ein bisschen schwierig zu handeln. Und dann haben wir unsere Fühler nach Hockenheim ausgestreckt. Und die haben uns mit offenen Armen empfangen. Und dann haben wir gesagt, gut, passt natürlich ganz gut zusammen. Motorsport, Rennstrecke, Hockenheim, riesiger Name. Mannheim, Benzstadt, riesiger Name. Zwei Orte, einmal wo fast der Motorsport mit erfunden wurde, der andere Ort, wo eigentlich das Auto erfunden wurde. Also das ist eine Sache, die dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Und deshalb gibt es eben Veterama Mannheim und Veterama Hockenheim auf oder in zwei Städten, die traditionell auf dieser Welt eigentlich gar nicht besser sein können. Der Veterama und die Veränderungen habe ich vor meiner Zeit natürlich nicht selbst festgestellt, aber es hat ganz klein angefangen. Ich kann mich noch erinnern, dass mein Vater ganz oft erzählt, er hat alle Leute angerufen und hat gesagt, baut so groß auf, wie ihr könnt, Platz haben wir genug. Und heutzutage hat sich das bei manchen, glaube ich, so ein bisschen verinnerlicht. Heutzutage geht es eher andersrum. Wir sagen, ah, hör zu, du darfst keinen Zentimeter überbauen, weil der Nachbar braucht seinen kompletten Platz. Und natürlich müssen wir auch die Fluchtwege einhalten, ist auch ganz klar. Und heutzutage ist die Veterama so groß, wie sie früher noch nie war. Ja, es ist einfach so, dass man mal mit 30, 40 Händlern, mit etwa 2000 Besuchern angefangen hat. Heute sind es um 3000 Händler alleine in Mannheim. Und bei den Besuchern ist es natürlich inzwischen auch so, dass aus den anfänglichen rund 2000 sind halt in der Zwischenzeit um die 40.000 geworden. Also das ist schon etwas in die Höhe geschossen. Audio Jungle. Und der Winfried Seidel und damals noch der Walter Metz, die sind von Anfang an dabei. Das hat eigentlich ganz bescheiden angefangen. Wir haben ein paar Helfer gebraucht, natürlich. Das war Freundeskreis. Wir haben eigentlich alles so
so irgendwie aus der lockeren Hand damals gemacht. Du hilfst du mir, dann helfe ich dir. Und wenn du mir ein bisschen mehr hilfst, wie ich dir helfe, dann bekommst du halt ein paar D-Mark dafür. Aber das ging dann irgendwann nicht mehr. Wunderschönen guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Was ist denn deine Aufgabe hier auf der Veteranen? Meine Aufgabe aufpassen, wenn die Leute gegen die Chips kontrolliert. Die Information der Veteranen und hier laufen Hundebeschwerden und relativ simple Anmeldungen der Aussteller. Ich heiße Thomas Sackewitz und bin jetzt seit über 20 Jahren hier auf der Veterama und bin so ziemlich für alles zuständig. Jonas vertreten hauptsächlich und mit Jonas die ganze Organisation, sprich den Aufbau und die Durchführung zu organisieren. Wir haben natürlich auch Regularien heutzutage, die wir für die Feuerwehr und Behörden einhalten müssen, wo wir eben offizielle Menschen, Mitarbeiter, Helfer mit dazunehmen müssen. Das machen wir auch. Und im Büro sind eigentlich nur der Jonas und ich, mein Mann, und eine Aushilfe haben wir noch, die Goscha, die ist seit diesem Jahr mit dabei. Und ansonsten von der Größe her hat sich eigentlich nicht viel verändert. Ja, ich bin ja der Platz-Sheriff, ne? Und ich laufe ja immer rum und so und gucke, dass alles im Lot bleibt, gewissermaßen, wie es auf der Baustelle heißt, ne? Diese Warteschleife, die werden alle, sind unangemeldet gekommen und wir versuchen das zu koordinieren, dass das im Endeffekt klappt und die Kunden zufrieden nach Hause gehen. Ich heiße Erik und ich bin Scanner an dem Tor. Das gleiche wie er, also ich scanne auch ab, aber reiße auch regelmäßig Karten, kommt halt auf den Andrang drauf an. Ich stehe hier am Tor, wir kontrollieren Eintrittskarten, kontrollieren Anfahrtsberechtigungen, verkaufen die nach, wenn irgendwas fehlt. Von Seiten der Aussteller hat sich vielleicht ein bisschen so verändert, dass es ganz professorisch angefangen hat, mit eigentlich fast nur privaten Händlern, die ihr Hobby frönen, dorthin kamen, ein bisschen was verkauft haben. Wenn sie was eingenommen haben, war es gut. Wenn nicht, hatten sie ein tolles Wochenende. Das mit dem tollen Wochenende ist heutzutage immer noch so, aber die Veterama hat sich dahingehend verändert, dass wir ganz viele professionelle Händler mittlerweile auch haben. Also diese Entwicklung vom reinen Amateurmarkt zum professionellen Markt hat natürlich nicht nur organisatorisch stattgefunden, sondern sie hat auch im Bereich der Händler, der Zulieferer stattgefunden. Es sind professionelle Betriebe entstanden. Und diese professionellen Firmen, die sind natürlich heute auch mit recht professionellen Ständen auf der Veterama. Es ist also nicht nur so, dass da flohmarktähnlich irgendwelche Tapeziertische stehen, sondern das sind richtig schöne gestaltete Stände, wo gerade auch Zulieferer, wo Dienstleister, wo Versicherungen ihre Dienste anbieten. Fast alle sind über das Hobby eingestiegen. Es gibt, glaube ich, viel weniger, die gesagt haben, Oldtimer ist ein Geschäft, da steige ich jetzt ein. Sondern die ganzen Händler, ob das die Firma Karasch, ob das die Firma Niemöller, all die haben an sich mit dem Hobby begonnen. Auf der Veterama, dass man nie wusste, wie wir unsere Weinflasche in Sicherheit bringen, weil doch viele Zuschauer dort sind und die meisten Leute dann irgendwann am Tisch hängen bleiben und die Weinflasche fliegen runter. Und dann haben wir den irgendwann hier gesehen und haben genehmigt gekriegt, dass wir diesen Motor hier mitnehmen. Und da haben wir dann schön hier auf der Seite 6 Flaschen Weißwein reintun können, auf der anderen 6 Flaschen Rotwein. Dann waren unsere Flaschen auch immer schön aufgehoben auf der Veterama. Jahrzehnte kann man jetzt schon sagen, seit über 20 Jahren hat sich das aus unserem Freundeskreis ergeben. Und zwar hier durch das Autotechnikmuseum Sinsheim kennt man viele Leute, die Oldtimer restaurieren, die was mit Oldtimer zu tun haben. Und einer davon ist unser Kumpel, der ist leider heute nicht da, das ist der Bernd Wöhr. Hat man sich gesagt,
Warum gehen wir immer nur auf die Veterama? Zum Teile gucken, dann müssen wir nachts heimfahren, dann müssen wir am nächsten Tag nochmal hinfahren. Machen wir doch einen Stand. Alle von uns sind über die Jahre zu irgendwelchen Teile gekommen, die man tauschen will, die man veräußern will. Und der Vorteil hat, man ist morgens gleich dort, man übernachtet dort, tut am nächsten Tag dann wieder neue Teile suchen. Und es war einfach von Vorteil, dass man dann 3 Tage am Stück dort bleiben konnte. Und so hat sich das über 20 Jahre jetzt durchgezogen, dass wir jetzt einen Standort haben und es jedes Jahr 2-mal machen. Wir gehen allerdings, muss man sagen, nur auf die Veterama, weil das hier bei uns in der Gegend ist. Ansonsten haben wir beruflich so viel zu tun, dass wir da zu viel ausgelastet sind, dass wir noch mehr machen. Also das ist unser Herrenausflug Veterama, 2-mal im Jahr. Wobei wir das Ganze dann natürlich auch mit unserem Beruf verbinden. Wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, ist das die beste Möglichkeit, um die Ersatzteile, die wir das Jahr über benötigen, um unsere Arbeit zu erledigen, zu beschaffen. Und das ist eben in Mannheim und jetzt in Hockenheim eine super Gelegenheit für uns. Wir tun da mit vielen Leuten Teile tauschen vom Museum oder besorgen sie in erster Linie. Man führt viele Gespräche, die einfach Sinn machen. Trotzdem viel Spaß und dem Ganzen drumherum ist es auch irgendwo eine ernste Sache, weil wir das, wie gesagt, beruflich gut gebrauchen können. Also was ich schon viel beobachtet habe, man braucht auch definitiv eine gute Transportmöglichkeit, weil viele Leute, die kaufen sich dort irgendwas und haben gar nicht drüber nachgedacht, wie kriege ich denn das zu meinem Auto. Oder wie Jens auch schon in 20 Jahren feststellt, manche kaufen sich irgendwas Großes und kommen dann nachher zurück und sagen, du, ich kriege das gar nicht in mein Auto rein, ich habe das probiert, das kriege ich gar nicht heim. Dann haben wir, durch das, dass wir den großen LKW mittlerweile dabei haben, haben wir den Leuten auch schon angeboten, komm, wenn es in der Nähe ist, dann nehmen wir euch das mit zu uns und holt das dort ab mit dem geeigneten Hänger oder irgendwas. Aber manche Leute sind dort so euphorisch, dass sie was kaufen und merken erst, wenn sie am Auto sind, das kann ich doch gar nicht mitnehmen. Und wir versuchen natürlich seit ein paar Jahren, weil die Leute halt einfach so nett sind dort, dass man irgendwas mitnimmt, wie jetzt diesmal dieses Fluvatü, dass die Leute einfach was zum Gucken haben und dass das denen auch Spaß macht, wenn es brummt oder wenn es im Kringel rumfährt oder halt irgendetwas. Also ein bisschen muss, unterm Strich muss immer Spaß dabei rauskommen. Und das, da bemühen wir uns diesbezüglich, dass es auch funktioniert. Ich habe schon festgestellt, wenn sich irgendwas bewegt oder wenn irgendwas läuft auf der Veterama, wenn es einen Sound gibt, dann kommen sofort Leute. Wenn man das dann wieder abstellt, den Motor oder das Gefährt oder irgendwas, dann kommen wir mit den Leuten ins Gespräch. Und das ist eigentlich das Interessante auf der Veterama, dass man mit so vielen Charaktere und Leuten ins Gespräch kommt und sich austauschen kann, dass wir immer sagen, es lohnt sich jedes Jahr wieder dorthin zu gehen. Und ja, wir machen es immer noch gern. Hallo, also wir sind jetzt wieder bei euch am Stand. Wie wir sehen, habt ihr schon alles aufgebaut und die ersten Biere auch schon getrunken. Ihr hattet uns gesagt, ihr habt uns was zu zeigen. Was ist es denn? Genau, also wir haben beim Aufladen, wie schon gezeigt, ja erwähnt, dass das eine Rollenbank ist, nennt man das. Und zwar benutzen das die Steilwandfahrer als Trainingsgerät. Jeder von euch hat es schon mal auf dem Jahrmarkt gesehen. Steilwandfahrer fahren an dieser Holzwand im Kreis rum, sieht sehr brutal aus und ist auch sehr brutal. Also das ist ein Trainingsgerät, wo man anfangen kann zu üben, erstmal geradeaus zu fahren, dann freihändig zu fahren, dann stehend freihändig zu fahren und dann einen Fuß rüber im Seitensitz zu fahren. Aber das traut sich von uns noch niemand. Vielleicht dann gegen später heute Abend, aber das ist natürlich auch sehr gefährlich. Ja, wo liegen denn die Gefahren? Ja, die Gefahren wird man gleich sehen. Liegen natürlich im Stürzen. Und dann gibt es diese rotierende, drehende Reifen mit Speichen, wo man die Hände reinbringen kann. Die Kanten und Ecken haben wir ein bisschen abgepolstert mit Reifen, dass der Sturz vielleicht ein bisschen leichter ist. Aber wir hoffen es natürlich nicht. Wir werden es natürlich auch ein bisschen probiert. Klar, ja, wir hoffen natürlich auch nicht, dass was passiert. Was hat es denn mit dem Motorrad auf sich? Ist das eine besondere Maschine oder hast du dir die einfach so ausgesucht? Nee, die Maschine, sagen wir, ist schon was Besonderes. Das ist der größte Schrott, den wir hier haben am Stand. Und da können wir ein bisschen was riskieren, weil die andere Sache wollen wir einfach nicht kaputt machen. Vorteil von der Maschine ist auch, die ist gebläsegekühlt. Und man hat ja, weil man steht, im Stehen fährt, keinen Fahrtwind. Und so haben wir doch Kühlung, machen den Motor noch nicht gleich kaputt.
Ah, super, okay. Und seit wann habt ihr, wie nennt man das nochmal? Rollenbank nennt sich das Gerät. Und das Motorrad ist eine Simson Star, heißt das Modell. Und seit wann habt ihr diese Rollenbank? Die Rollerbank haben wir jetzt 4 Jahre. Und ja, nehmen die gelegentlich auf Vetarama mit, weil gegen Abend, wenn es ein bisschen lustiger wird und ein paar Leute kommen, kann man dann ein bisschen probieren. Wir haben aber, muss man dazu sagen, ein bisschen Auflagen gekriegt, dass wir uns vorsichtig auf der Vetarama zu verhalten haben, weil das ja doch gefährlich ist. Deswegen trage ich heute einen Sturzhelm. Alles klar, dann wünsche ich mal ganz viel Glück und ich bin gespannt. Dankeschön. Das ist was ganz Spannendes. Das ist der Schlüsselprofessor. Er ist ganz offensichtlich immatrikuliert oder ist schon fertig. Und er ist Holländer, einer der nettesten Holländer, weil er hat keinen Wohnwagen, er hat einen Schlüsselwagen. Und mit dem reist er von Veranstaltung zu Veranstaltung. Und wenn du jetzt deinen Schlüssel verloren hättest, würde der diesen Schlüssel, nicht zu deinem Herzen, sondern zu deiner Wohnungstür wahrscheinlich, würde der dir den Schlüssel machen können. Ein Auto wäre mir lieber. Ehrlich? Das Auto wäre lieber? Nee, aber er ist wirklich von Anfang an dabei. Und wenn jemand, das wissen die Leute natürlich schon, die bringen dann ihren Schlüssel mit auf die Vetarama und unser Herr Professor fertigt dann den Schlüssel nach. Wer kann das schon bieten? Eine akademische Schlüsselfertigung. Das ist der Einzige hier? Das ist der Einzige. Man hört es gerade schleifen da. Nicht? Und damit können die Leute dann mit frischen Schlüsseln nach Hause. Wie lange ist er jetzt schon dabei? Ich glaube von Anfang an. Also ich kenne sie noch als junges Mädchen. Ach tatsächlich, ist er ja schon, man kennt sich hier also. Man kennt sich eigentlich, ja. Also ich glaube, der hat kurz nach der Konfirmation hat er angefangen, vielleicht sogar katholisch, Kommunion noch früher und seitdem ist er hier. Ich heiße Jochen Siebenroth. Was machen wir? Wir kümmern uns um die BMW-Motorräder, um die 2-Ventiler. Und ja, von Beruf aus bin ich Architekt und Stadtplaner und habe 1991 meinen Beruf an Nagel gehängt und habe mit den ganzen BMW-Motorrädern verschrieben. Und das muss ich sagen, das war mein Hobby. Und seit Juni 91 ist das mein Beruf. Wir entwickeln Motorradteile. Gerade für den 2-Ventiler, ob es die ersten Ventildeckel waren, die Krauser, die Zylinder, Kolben, Sätze wie Power Kit, Replacement Kit, Big Bore Kit. Wir bauen Sitzbänke, aber wir entwickeln immer mehr Teile, die quasi aus der Historie nicht mehr gebaut werden von BMW, sondern die BMW aus dem Programm genommen hat. Wir reproduzieren die Artikel nicht, sondern wir erneuern sie mit neuen Materialien, neuer Technik, aber im alten Look. Seit 30 Jahren gehen wir regelmäßig auf Veteranentreffen. Es ist einfach der Flair. Es ist die Leute, die Sammler, das Gruscheln, das Suchen, das Finden. Ja, du bist manchmal überrascht, du möchtest gar nichts kaufen und trotzdem gehst du mit 2 Händen voll immer mit 9 Fundstücken nach Hause. Also meiner Ansicht nach ist das letzte Abenteuer eines Mannes, eines Sammlers, eines Jägers. Hallo, hi. Seid ihr denn gut angekommen? Du, super hat's geklappt, genau. Gut reinkommen, ist ausgeladen, sieht ein bisschen aus, aufgebaut haben wir hier, Motorräder, hat geklappt. Gestern Abend sind wir dann auch dementsprechend früh müde ins Bett gefallen. Das kann ich mir natürlich vorstellen. Genau, genau. Wie ist es denn heute bisher gelaufen? Also gestern Nachmittag war es noch ein bisschen zäh, klar, neben dem Aufbau und so weiter, aber heute waren gute Leute da, sehr gute Gespräche gehabt. Wir haben ein paar Leute gehabt, die man nie sonst irgendwie kriegen könnte, einfach so Produkte zeigen kann. Und Leute, die uns auch was angeboten haben, die man vielleicht von Telefon her gekannt hat, von E-Mail mal Kontakt gehabt hat, die man es einfach gesehen hat hier. Also ist die Vetarama auch ein deutlicher Vorteil gegenüber dem Internethandel? Auf jeden Fall. Also Internethandel ist gut, zum einen anonym zu verkaufen, über Preise. Aber hier die Preis-Leistung, das Persönliche, das vielleicht das Beratende zu, das macht einfach nur Spaß.
legendär schon fast. Ja. Jedes Jahr mit dem Oldtimer-Bus, mit dem London-Bus, das sind ja die Busse, die in London ins Stadtbild gehören, wie die Telefonzellen und die nicht enden wollten, die Quie. Aber das ist jetzt hier ein Stand von einer Zeitschrift. Die Zeitschrift Markt ist eine der Szenenzeitschriften schlechthin und passt eigentlich wunderschön zur Veterama. Nicht so ganz abgehoben, sondern mit den Themen, für die sich die Leute wirklich interessieren. Und das Spannende dabei, deshalb gehe ich hier immer wieder her, wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren. Der Michael zum Beispiel, der verkauft uns immer die Anzeigen. Wir kriegen manchmal so 1-2% Rabatt, verhandeln jedes Jahr aufs Neue. Aber sie bringen uns natürlich auch Besucher. Und das Spannende dabei ist, das erste, die bringen jedes Jahr ein Sonderheft mit einem besonderen Thema. Nee, das wäre schön. Über die Veterama, hast du gehört? Über die Veterama, komm doch mal ein bisschen dazu. Komm, steh mal ein bisschen auf. Nee, die bringen jedes Jahr ein Sonderheft über irgendein Thema, über Preise, über Sonstiges. Und das erste Sonderheft, die also jedes Jahr ein Sonderheft herausbringt, und das erste Sonderheft, das drehte sich um das Restaurieren von Oldtimern. Okay. Das habe ich damals geschrieben. Ich habe damals noch viel für die Zeitschrift gearbeitet. Im Augenblick ist mir die Zeit ein bisschen knapp. Und die sind so gut, die schreiben inzwischen so gut, die brauchen mich eigentlich auch gar nicht mehr. Aber damals habe ich als Titel für dieses Sonderheft das rostigste Hobby der Welt gewählt. Und das hätte ich mir damals schützen lassen sollen. Das rostigste Hobby der Welt ist heute Inbegriff all dessen, was hier zum Beispiel auf der Veterama zusammenkommt. Und damit verlassen wir den Stand wieder. Fühlt euch nicht verlassen. Und vielleicht kriegen wir nächstes Mal ein bisschen mehr Rabatt, lieber Michael. So. Viel Erfolg. Hallo, wir sind hier in Halle 1 im Linieren.de-Zelt. Wer bist du? Ich bin der Ekram. Und was genau ist Linieren? Was machst du hier? Also ich liniere für die Kunden die Motorradtanks, die sich dann so gesagt vorher angemeldet haben. Und wie genau unterscheidet sich das jetzt von klassischen Lackierern? Ist es jetzt besonders? Machen das viele? Also Linieren machen nicht viele und das klassische Lackieren bedeutet eigentlich nur mit der Pistole auf Bleche, also Autos und Motortanks zu lackieren. Und das Handlinieren macht man halt mit einem Pinsel, man schleppt sozusagen die Farbe auf den Tank. Also braucht man ein ruhiges Händchen. Machst du also beruflich oder schon lange oder wie kommt man dazu? Ich habe es klassisch bei BMW gelernt, im Motorradwerk in Berlin, 97. Und bin auch der einzige Mann, der es gelernt hat. Ja, und habe mir gedacht, dass ich, so gesagt, auf den Oldtimer-Messen liniere. Demnach bist du dann auch der Einzige hier auf der Veterama? Ja, ich bin der Einzige. Okay. Und zum wievielten Mal bist du hier schon dabei? Ich denke mal, ich schätze, es ist das 9. Mal. Also seit 9 Jahren. Okay. Lohnt es sich für dich denn hier? Also was macht es denn so besonders hier auf der Veterama im Gegensatz zu Standardkunden oder Internet? Ist es denn besonders? Lohnt es sich wirklich? Ja, das lohnt sich sehr, weil die Kunden sogar aus dem Ausland auch kommen. Also von Russland, Spanien, Italien. Und es ballt sich natürlich hier. Und die Kunden rufen dann vorher an und machen einen Termin mit mir aus. Okay. Und dann lasse ich dann Freitag, Samstag, Sonntag die Sachen abliniere und die dann die Zeit nutzen, noch auf der Veterama ihre Teile zu besorgen und holen die dann so zum Feierabend wieder ab. Okay. Bist du denn auch auf anderen Messen vertreten oder nur auf der Veterama? Also größtenteils nur auf der Veterama, nehmen aber auch kleine Oldtimer-Messen. So sagt, auch im Kauf. Okay. Da du ja auch schon ein bisschen dabei bist, gibt es was Besonderes, was es vielleicht nicht überall gibt oder irgendwelche Highlights, was so Spannendes, Interessantes, Lustiges hier erlebt hast? Ja, was Spannendes war, dass mein Kunde zu mir kam und unbedingt eine Linierung brauchte, also einen Tank und zwei Kotflügel und war aber unter Zeitdruck und hat sich dann später herausgestellt, dass er nach Afrika musste. Also er ist extra aus Afrika mit 3 Motorradteilen zu mir, zum Linieren und musste dann 19 Uhr gleich wieder fliegen. Also ich musste mich schon sputen und es war so gesagt das Highlight. Also schon, dass man merkt, dass die Leute nicht nur zum Linieren kommen, aber auch viel Liebe reinstecken und Zeit. Ja. Ne? Wie empfindest du die Stimmung hier? Also gefällt es dir generell hier auf der Veterama gut? Also verbringst du auch gerne mal Zeit auf dem Gelände? Schaust dir auch gerne was an? Ich würde ganz gerne, aber ich bin so voll mit der Arbeit. Aber es macht es halt spannend, weil wirklich so viele verschiedene Menschen auch auf der Veterama sind. Das findet man eigentlich nur auf der Veterama. Ne? Also
eine Vielfalt. Ja, schön, dann beenden wir das und ich danke dir für die Zeit. Ich will dich nicht von deinem Job abhalten, scheint ja hier gefragt zu sein. Und dann sehen wir uns bestimmt nochmal. Vielen lieben Dank. Ja, danke. Tschüss. Was haben wir denn hier Schönes zu sehen? Für Schweißen, für Reparieren, also alte Teile. Für die Selbstbauer und Restauriere. Genau. Ah ja. Das stimmt. Selbst auch am Zusammenbauen, am Schrauben? Ja, also man kann das selbst lernen schnell. Und das, was ich sage, ist eine neue Technik. Wie macht das tausendmal einfacher, als normales Schweiß für Reparieren in Aluminium, Zink und Magnesiumteilen, so Gussteile kaputt. Dürfen wir das mal sehen? Ja, dürfen Sie sehen. Dann mache ich eine Vorführung. Sehr nett. Was ist hier los ist mit dem Draht? Das Draht ist eine Legierung. Wir bauen eine neue Legierung in Aluminium oder Zink und Magnesium. Und endet und senkt den Schmelzpunkt. Aha. Und das schmelzt in halbe Temperatur, nicht bei Hochtemperatur 66 Grad, nur bei 83 Grad, wie das würde eine Lötung. Aha. Und wir sehen eine andere Sache, ist das Schmutz im Material, spielt ja keine Rolle. Die brauchen nichts sauber machen. Mit einem Schraubenzieher verteilen sie den Material 30 Mal länger. Wie Sie sehen Sie hier. Aha. Und sie kratzen durch den Schmutz und Öloxid, also den Haut des Materials. Ja. Und das ist normales Weißierspray. Wie normales Schweißen müssen wir erreichen den natürlichen Schmelzpunkt. Und in Aluminium kann man nicht sehen. Hier könnte man schon sehen kleine Bewegungen in der Schmelzbahn. Ja. Das heißt, die Schweißen gehen durch und senken den Schmelzpunkt, ohne dass sie verbrenntes Material haben volle Kontrolle. Wunderbar. Und ein Exempel ist zum Beispiel Multiblock. Hier lege ich Sand rundum, 3-4 Tropfen. Ja. Nicht so schön sehen aus jetzt, weil ich so hochschmeiße. Sehen Sie, dass es durchgelaufen ist. Bei reparieren Sachen. Okay. Jetzt kommen Sie in Bild. Hier können Sie den Schweiß nicht sehen, wie durchgelaufen ist. Ja. Ich mache das kalt, Wasser, so Sie nicht Ihre Finger verbrennen. Und bitte sehr, darf ich das halten für Sie? Na klar. Und gehen Sie los. Sie sind stark. Und dann sehen Sie, dass das bewegende Material und es bricht nicht ab. Würde das eine Lötung, wird es abgebrochen schon. Okay. Wegen einer Schweißung ist es zusammen geschmolzen. Ja. So das bricht das Material, aber nicht in der Schweißnaht. Okay, also besser als Löten auf jeden Fall. Wir sind Löten ist das nicht? Ja, besser als Löten. Oh ja, definitiv. Viel besser. Viel besser als Löten. Super. Ich leg das mal hier ab. Ja. Und wie lange sind Sie jetzt schon hier? Das wievielte Mal? Das ist mein 6., 7. Mal hier in Deutschland. Okay. Ich komme jedes Jahr hier. Jedes Jahr? Soll ich nicht den Deutsch vergessen? Das ist für mich wichtig. Ich komme aus Schweden. Soll ich ein alter Schwede? Ich hätte gedacht, Holländer vielleicht. Ja, wir reden mit dem gleichen Akzent. Wir haben die gleiche Melodie in der Sprache. Und aber Sie fahren extra, extra auf die Veteranen? Exakt. Wirklich? Extra. Und wie lange fährt man denn? Von meinem Haus ist 14 Stunden ungefähr. Okay. Gibt es also in Schweden nichts derartiges? Doch. Ja? Aber es sind 8 Millionen und Deutschland hat 80 Millionen. Viel größerer Markt. Und das ist. Das lohnt sich. Und Sie müssen erinnern, Veterama ist Nummer 1 in Europa. Gemeinen. Ja. Sehr gut. Ja. Gut, dann vielen lieben Dank. Ja. Und viel Erfolg mit dem Verkauf. Vielen lieben Dank. Servus. Tschüss. Ich gewinne immer auf jedem Veteranenmarkt und beschicke etwa 40 Stück von Skandinavien bis Spanien, gewinne ich neue Kundschaft. Pflege Kontakte mit alten Kundschaft. Und dann haben die ein ganz anderes Vertrauen, mal eine E-Mail zu schicken oder mal anzurufen und was zu bestellen. Weil wenn sie so einen Stand sehen wie das, wissen das Kompetenz vorhanden, sie kriegen eine vernünftige Beratung, bilde ich mir hier was ein. Und, aber das hat die Bewandtnis, wenn ich über 2000 Stammkunden europaweit habe oder weltweit, die immer wieder mehr als dreimal im Jahr kaufen, dann hat das was Positives. Und so sehe ich das. Super, vielen Dank, schönen Tag noch. Tschüss.
Was man mittlerweile feststellen kann, ist auf jeden Fall, dass auf Ausstellerseite zum einen die Professionalität der einzelnen Stände sich erhöht, also bei den professionellen Ausstellern. Da kommen immer mehr die richtigen Messestände aufbauen, die auch gewerbliche Dienstleistungen in einem sehr hochwertigen Rahmen anbieten. Auf der anderen Seite aber auch nach wie vor noch diese privaten Aussteller, die halt ihre Garage ausräumen und mal im Keller gucken oder auf dem Speicher gucken, was sie denn so übrig haben, was sie nicht mehr gebrauchen. Da werden Sachen manchmal gefunden, interessanterweise häufig so in solchen Kramschachteln, also ein ganz rares Autoteil bei Motorradhändlern und umgekehrt. Und man sagt dann, was willst du dafür haben? Ja, dann gib mal 20 Euro dafür oder damals vielleicht 20 Mark dafür. Aber wenn man dann eben solche Sachen findet und kann daraus so seine Werkstatt mit irgendwelchen Firmenschildern, alten Emailschildern. Veterama ist ja viel mehr als nur Teile und irgendwas. Man findet dort Werkzeuge, auch spezielle Werkzeuge, mit denen man irgendwelche komplizierten Sachen, wo man eben mit dem Finger nicht mehr drankommt, erledigen kann. Also das ist schon ein Riesengebiet geworden. Audio Jungle. Ist für uns Schrauber immer Ostern, Weihnachten, Geburtstag, alles zusammen. Ja, ich mache es jetzt seit 25 Jahren, genau. Vor 25 Jahren die erste Veterama auch in Mannheim. Damals noch nur kaufen. Dann irgendwann kam es nach den ersten Autos. Alles, was übrig geblieben ist, wieder zu verkaufen. Auch immer, dass wenn jemand was zu verkaufen hat an alten Schrott, geht es nur auf der Veterama. Weil keiner hat irgendeine sinnvolle Plattform, um Gebrauchteile zu kaufen. Das gibt es natürlich im Internet, aber die Leute wollen es doch einmal in der Hand halten. Ja, Chromrahmen aus zig Autos auseinandergenommen. Früher hätten wir es aufgehoben oder hat man es aufgehoben. Irgendwann kam die Welle, da hat man es einfach neu gemacht. Da gibt es jetzt aus dem Katalog. Aber trotzdem, gerade jetzt wieder im Zeitalter von Used Optik und von Authentik, sind auch originale Radkappen für den 356 mit ein bisschen Patina wieder gefragt. Das heißt, drei Tage Spaß und Party. Bisschen Geld verdienen. Bisschen die Leber schädigen, auch das gehört dazu. Sonst macht das Hobby ja nicht viel Spaß. Es geht ja auch immer um das Miteinander, dass wir gelingt. Ja, angefangen hat der Kram damals, als man mit 20, 18 ein billiges Auto wollte. Da hat man halt auf den Oldtimer zurückgegriffen. Damals waren es keine Oldtimer, da hat man einen Käfer für 300 Mark gekriegt, der war noch tiptop. Aber auch für den brauchte man Ersatzteile und da gab es kein Internet. Da gab es zwei, drei Märkte, aber letzten Endes gab es nur die Veterama, wo man ernsthaft Teile kaufen konnte. Und das war geil. Und so ist es gewachsen und es ist wie eine große Familie, wenn du dorthin gehst. Die Leute sind entspannt, es ist immer ein großer Spaß, immer eine große Party. Und diese Anonymität vom Internet ist halt komplett weg. Ja, fast alles geladen. Morgen hinfahren. Morgen Abend Party. Das wird ein Spaß. Ob das Wetter gut oder schlecht ist, ist eigentlich scheißegal. Wichtig ist, dass man Spaß hat. Also, Endspurt. Was verkaufst du denn auf der Veterama?
alles, was ich nicht mehr brauche. Und was hat's mit deinem Motorrad auf sich? Ja gut, das ist mein Hobby. Und das willst du aber nicht verkaufen, oder? Auf keinen Fall, nein. Wie ist das Veterama-Feeling dieses Jahr? Hör mal, ich bin schon seit Anfang an dabei, seit 1975. Feeling ist immer noch toll. Wo kommen Sie her? Aus Slowenien und Kroatien und Serbien. Und Serbien. Gemischt. Und das wievielte Mal sind Sie auf der Veterama? Der Veterama das erste Mal. Wir sind immer hergekommen zu kaufen und jetzt mal erstmal einen Stand hier. Und was verkaufen Sie jetzt? Vintage-Taschen, Ledertaschen von der Schweizer Armee, jugoslawischen Armee. Wo kommen Sie denn her? Aus Regensburg, tiefsten Bayern. Oh je. Und wie lange standen Sie in der Schlange? Seit gestern. Seit gestern? Wir waren hier am Campingplatz und sind dann rübergefahren. Seit wann stehen Sie denn hier an? Jetzt in der Schlange? 15 Minuten. Na, das geht ja. Und wo kommen Sie her? Münster. Da haben Sie ja eine ganz schön weite Fahrt auf sich genommen. Ja, es geht so knapp 400 Kilometer, aber das ist ja überall hier, die kommen ja überall hier aus allen Ländern hier. Wir machen das jetzt im 8. Jahr. Im 8. Jahr? Ja. Mhm. Und ihr sammelt euch was zusammen und verkauft hier? Zusammen und dann meistens ist es auch eine schöne große Party einfach. Schön. Also habt ihr auch vor, ein bisschen was einzukaufen? Einzukaufen, verkaufen, Bier trinken, campen. Also alles, was dazu gehört. Verkaufen, verkaufen. Verkaufen selbst auch, ja? Was verkauft ihr denn? Motorradteile. Du auch? Auch schon interessiert? Ja. Auch schon am Basteln? Ja. Was bastelst du so? Motorräder. Ja? Allein oder mit Hilfe? Mein Papa auch. Aus Ostfriesland. Ach Gott, seit wann seid ihr unterwegs? Gestern Abend um 2:30. Ach du meine Güte, was ist eure Mission? Wieso zieht es euch so weit runter? Motorradteile verkaufen. Ah, nett. Darf ich kurz stören? Nee, doch. Ich sehe gerade, ihr seid hier schon fleißig am Bier ausräumen. Ja, das Wichtigste. Wie lange kommen Sie schon auf die Veterama? Wie lange fahren wir jetzt schon? 20 Jahre. 20 Jahre? Dann haben Sie aber in Mannheim angefangen. Also in Ludwigshafen und Mannheim, ja. Und wie ist es, finden Sie das hier jetzt auf dem Hockenheimring besser als in Ludwigshafen? Es ist ein anderes Flair, es ist größer. Ludwigshafen war gemütlich, aber hier ist eben das Ambiente ist vom Standplatz, von der Toiletten ist es halt um einiges besser. Also es ist für die Aussteller schon ein Vorteil. Und was erhoffst du dir jetzt von der Veterama dieses Jahr? Auch, dass wir das verkaufen, was wir verkaufen wollen und ein paar Teile finden, die wir für unsere Fahrzeuge brauchen. Alles klar, super. Ich bedanke mich. Viel Spaß euch. Danke. Ciao. Wie ist die Stimmung dieses Jahr? Prima. Das Wetter ist gut. Was will man mehr? Und was erwarten Sie sich dieses Jahr von der Veterama? Schönes Wetter, wie angesagt. Viele, viele Leute, weil es ein größerer Platz ist, der wohl bekannter ist als Ludwigshafen. Und gute Geschäfte. Was verkaufst du denn? Ach so, eigentlich alles quer durch die Modellwelt, sag ich mal. Ja, super. Und hast du irgendwie ein Stück, was dir ganz besonders am Herzen liegt und was du unbedingt vielleicht heute verkaufen möchtest? Ja, ich habe hier zwei Mopeds hier stehen. NSU, ein VW-Motor. Das wären so Sachen, wo schön wäre, wenn sie weggingen. Was ist es denn für eine Maschine, die Sie da haben? Eine BMW. Eine BMW. Und die steht zum Verkauf? Die ist bereits verkauft. Die ist schon verkauft? Genau. Heute früh schon, oder? Heute früh schon. Ah, da waren Sie ja aber früh dran, alle. Och, es geht. Und wie laufen die Geschäfte sonst so? Keine Ahnung, bin gerade erst gekommen, das Motorrad ist verkauft, ist alles okay. Und was erhoffst du dir von der Veterama dieses Jahr? Spaß. Ich habe gesehen, ihr habt ja hier schon fleißig ausgepackt. Was haben Sie denn alles so dabei? Ja, wir haben hauptsächlich zu 90% Fahrradsache dabei. Alles, was mit Fahrrad zu tun hat. Okay, super. Und wie lange kommt ihr jetzt schon auf die Veterama? Ja, hier das sind wir jetzt das erste Mal und sonst sind wir immer in Mannheim und Ludwigshafen. Wie lange wart ihr da schon ungefähr? Wie viele Jahre? Ich mache das noch erst seit 2 Jahren und der Manfred, der macht das schon 15 Jahre. Das wievielte Mal bist du denn auf der Veterama? Ach Gott, wie viele Mal ist denn das jetzt? So, seit 6 Jahren, also so knapp 30 Jahre. Und warst du auch schon damals in Lu? In Ludwigshafen, ja. Und in Mannheim ganz früher, wo es angefangen hat, schon als kleines Kind dabei. Und wie findest du jetzt den Hockenheimring im Vergleich zu Ludwigshafen? Der Platz ist besser. Und für uns ist von der Anfahrt wesentlich besser, weil wir nicht so weit weg sind. Wir haben weniger Anreise und meist wetterunabhängiger. Ja, klar. Und was verkauft ihr hier?
Motorradteile, alte Reklameschilder, ja, und ein paar Motorsäge und so Sachen, also jede Menge alles Zeug. So, und du wolltest mich jetzt zu einem Auto in meiner Größe führen? Ja, der ist aber leider nicht da. Das wäre der Kleinschnittker, so hieß das Fahrzeug damals, ist aber ganz selten geworden. Nee, eigentlich, ich bin heute schon ein paar Mal hier an dem Maiko-Mobil vorbei marschiert. Ich habe es ewig nicht mehr gesehen, jetzt sehe ich es wieder. Ich muss mal verhandeln, ob er überhaupt verkaufbar ist, käuflich ist. Ja, aber der Bert Grimmer, der gehört dem, der ist selbst passionierter Sammler. Und ich glaube, der weiß, was es wert ist. Sowas muss man eigentlich der Oma aus der Garage ziehen, die ist, weil der Verblichene ihr Allerliebstes war, so lange aufbewährt haben, bis jemand kommt und das Gott sei Dank holt, weil man die Garage braucht. Aber davon träumt man immer wieder. Und dir gehört jetzt das hübsche Maiko-Mobil? Das gehört mir, ein Maiko-Mobil, MB200. Und schon verkauft? Es ist verkauft, ja. An wen? Ne? Ich habe es gar nicht gerne hergegeben, weil es aus meiner Sammlung stammt. Ich bin Sammler und Liebhaber und ungern gibt man was her, aber ich habe es deswegen hergegeben, weil ich ein zweites mit Seitenwagen bekomme. Jetzt ist er natürlich ganz traurig, weil jetzt ist es weg. Du wirst es weg, ja, wirst du es auch haben? Ja, ich bin vorhin schon ein paar Mal vorbeigeschlichen, aber ich weiß halt, dass du weißt, was es wert ist. Ich muss das bei irgendeinem kaufen, der es nicht weiß, was es wert ist. Deshalb habe ich vorsichtshalber gar nicht gefragt. Aber du hast mir gerade erzählt, es bleibt nicht mal hier, es geht ganz, ganz, ganz weit weg. Also es hat ein exotischer Sammler gekauft aus Bangkok. Oh. Der war mit seiner ganzen Familie hier, mit Sohn und Frau. Und die waren so begeistert und der sammelt Antiquitäten auch und Möbel. Und auch Fahrzeuge und der musste das haben. Oder was passiert? Ja. Hallo, mein Name ist Holger Wilms. Ich bin ehrenamtlicher Mitarbeiter des Verkehrsmuseums Karlsruhe. Und warum bin ich jetzt hier mit den Kollegen der Veteranenfreunde Karlsdorf-Neutert? Einfach, ich habe aus meinem Fundus vier Mopeds hier mitgebracht, die dann zum Verkauf jetzt ausgeschrieben waren. Und ich muss jetzt glücklich, darf mich darüber freuen, dass die jetzt heute alle schon verkauft sind. Dieses Geld, was ich jetzt eingenommen habe, wird jetzt reinvestiert für Neuteile, das heißt Weißwandreife, Speichen, Bremsbeläge, was wir so brauchen. Ja, und vor allen Dingen ist es toll, es ist hier eine riesige Familie mit dem allen, die haben alle gleiche, den gleichen, wie sagt man, Virus, Oldtimer-Virus. Ja. Und soweit, ja, zu der Freude bei diesem Oldtimer-Geschehen. Vor 10 Minuten den kompletten Hänger verkauft. Den kompletten? Für wie viel? 20 Euro? Nee, mehr. 30. Lang nicht. Den kompletten Stand verkauft, tatsächlich. Nee, wirklich? Kein Scherz. Komplett. Ehrlich? Ja. Ja, das bleibt noch übrig. Das, was da drin ist, was wir gestern aufgeladen haben, komplett verkauft. Was ist drin? Sind nur 356 Teile. Okay. Also 911 und 356 Porsche. Ja. Von A, Baujahr 56 bis 64. Typisch Veteraner, ja. Sowas ist typisch Veteraner. Da kommt einer, macht das. Und kauft einfach mal den ganzen Stand auf. Und kauft einfach mal den ganzen Stand. Den ganzen Wagen. Super. Aber ist doch eigentlich auch optimal, oder? Ja, so muss es sein. Also dann kann man sich da früher aufs Beisammensein konzentrieren. Grillen. Na, in dem Sinne, ja. Dann mit dem Rest noch viel Erfolg und ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, merci. Vielleicht nochmal die Tage, ne? Vielleicht nochmal die Tage. Ciao. Gerade diese zwei unglaublichen Motorräder. Warum ist das Motorrad aus Holz? Ja, weil ich habe vor Jahren habe ich ein Haus gekauft, habe das renoviert und dann war ein Haufen Holz übrig. So, und dann, weil ich ja eh doch ein bisschen so ein Schrauber bin, habe ich da gedacht, jetzt, ich bin Schlosser von Beruf, habe ich gedacht, jetzt baue ich mir mal ein Motorrad aus Holz. Wie hast du da angefangen? Ich habe einfach einen Balken auf den Boden gelegt und einen so schräg hoch und dann habe ich mal probiert, ein Motorrad hinein zu bauen und so hat sich das eines andere ergeben. Hattest du da irgendwie eine Vorlage? Nee, alles im Kopf. Alles im Kopf existierte. Und musstest du da nicht irgendwie Sachen ausrechnen und technische Zeichnungen anfertigen, was man immer so sieht? Nee, das braucht man. Sowas braucht man nicht. Das kann man so aus dem Kopf machen, wenn man Mechaniker ist. Da braucht man keine Berechnungen oder irgendwas. Und steht die zum Verkauf? Die stehen auch zum Verkauf, die stehen beide zum Verkauf, aber die sind so mir so ins Herz gewachsen, weil. Und die sind auch dann extrem teuer. Ja. Und da gibt es wahrscheinlich, weil die auch keine Straßenzulassung haben, gibt es bestimmt keine Leute, die den Betrag, den ich mir vorstellen könnte, eben bezahlen würde. Was machst du da jetzt? Das, was man normalerweise mit dem Fuß macht, das mache ich jetzt mit der Hand. So. Ah, okay, alles klar.
Also ich denke mal, dass Veterama völlig offen ist für alle Preisklassen, vom Moped für 150, 200 Euro bis zum hochklassigen Fahrzeug für zigtausend Euro. Das Publikum, was hinkommt, aber auch die Händler, die hinkommen, sind aus allen Kreisen. Man kleidet sich ja auch nicht vornehm, sodass man sieht, aha, das ist ein Banker. Und das andere ist ein Hilfsarbeiter, der auf dem Bau irgendwelche Balken rumträgt. Sondern Veterama hat auch einen bestimmten Stil. Ich habe letztes Mal gesagt, irgendwie kommt mir das langsam vor wie das Woodstock der Oldtimer-Szene. Und dieses rostigste Hobby der Welt, das verbindet wahrscheinlich Menschen auf der ganzen Welt wie vielleicht noch der Gesang oder die Theater. Das war wirklich in Deutschland, kann man sagen, eine Familie. Und mittlerweile ist die Familie auch noch, aber bei 50.000 Menschen ist das dann schon schwierig. Ne? Also, aber berufsmäßig oder so kann man das gar nicht so unterscheiden. Das erkennt man auch nicht. Da kommt der Architekt und der Arzt und der sieht aus wie der gerade von nebenan. Also das da ist kein Unterschied. Was ich jetzt beobachtet habe in den letzten Jahren, sehr viel jüngere Besucher, die vielleicht ihr Einstiegsmoped dort kaufen, die Youngtimer, Oldtimer gerne angucken, die einfach mit dem Hobby jetzt langsam warm werden. Vielleicht auch die Kinder der Aussteller mittlerweile, sind ja manche schon seit der ersten Veranstaltung dabei. Und ja, man kann überhaupt gar nicht sagen, aus was für einer Schicht die jetzt kommen. Es ist wirklich bunt gemischt, weil jeder, der dieses Hobby betreibt, muss eigentlich auf die Veterama. Und deshalb kann man nicht sagen, kommt aus dieser Schicht oder aus dieser Schicht. Es ist der Mix und der macht die Veterama aus. Es ist ein ganz besonderes Flair. Wer noch nicht da war, muss hin, um das zu spüren einfach. Also ich glaube, die Veterama ist so ein Ort, wo egal wo du herkommst, jeder Mensch einfach gleich ist. Also da ist es ganz egal, ob du einen akademischen Grad hast oder eben ob du gerade arbeitslos bist. Auf der Veterama bist du ein Schrauber und da ist es ganz egal, wo deine soziale Herkunft ist. Ich bin Marc Hunkel, ich bin hier zuständig fürs Catering und für zwei Stände davon. Einmal das hier und dann haben wir vorne noch einen Messstand. Guten Morgen! Wer bist du und was ist deine Aufgabe auf der Veterama? Ich bin die Petra, ich bin für den Kaffee zuständig, muss schauen, dass alle Kannen voll sind und Milchzucker, Becher aufgefüllt sind und dann verteile ich auch die süßen Teilchen, Brezel, Mädchen für alles. Das ist auch nicht zu unterschätzen, der Job, weil wir haben heute, also dieses Jahr zwei Standorte, das ist einmal hier und einmal gefühlte 10 Kilometer weiter weg und da muss ich halt immer schauen, dass die Getränke aufgefüllt sind, Essen vorhanden ist, Wechselgeld da ist, etc. Ich bin die Miriam, ich bin im Catering-Zelt und im Moment mache ich gerade Butterlaugenstangen. Wie ihr sehen könnt, habe ich eigentlich alles da, was das Herz begehrt, was die Veterama-Leute brauchen. Kaffee morgens zur Stärkung, die morgens meistens schon um 8 Uhr kommen und mich dann sozusagen die ganze Bude schon morgen schon um 8 Uhr voll ist. Dann habe ich noch süße Teilchen, die eigentlich auch immer weggehen. Für kleine Kinder, für große Kinder ist alles was dabei. heute Morgen ging es schon sehr früh los, dass sie Frühstück wollten. Bis jetzt läuft's. Das geht los mit einem Mitbrötchen, was ich richtig toll finde. Frikadellenbrötchen, Bratwurst, wir haben eine Spätzleflamme, eine vegetarische. Was haben wir denn noch? Kaffee, Tee, Cola, Fanta, Sprite, alles was man so für die Veterama braucht. Wie ich sehe, gibt es bei dir das gute Essen? Natürlich. Nur du bist jedes Jahr hier? Ich bin jedes Jahr hier. Jedes Jahr hier. Und trägst das Essen über den ganzen Platz? Ja, damit wir ein bisschen Werbung machen für die Stände, damit die auch mal sehen, was wir hier an Köstlichkeiten haben. Seid ihr der einzige Stand hier? Nein. Mehrere Caterer, ja. Es sind zwei oder drei.
Und bist du von Anfang an immer als Kaffeebusfahrer, Chief Officer? Chief Officer bin ich schon immer gewesen, werde es auch immer bleiben. Und auch die nächsten 4 Jahre werde ich hier stehen an meinem Kaffeebus. Warst du da auch in Mannheim? Ich war in Mannheim, ich war damals schon drüben in Ludwigshafen, ich war hier, ich habe alles miterlebt. Also ein richtiger Veteran? Ein richtiger Veteran. So wie der Kaffeebus auch an sich, oder? Was hat es denn mit dem Fahrzeug auf sich? Ja, das Fahrzeug ist 63er Baujahr. Ich glaube, so alt bin ich noch nicht. Mit 91 bin ich noch nicht so alt. Aber es ist wirklich sehr zuverlässig, der Wagen. Und ich habe noch nie, egal bei Wind und Wetter, hatte mich durch die Wetterrama geführt und hat immer das Beste aus der Wetterrama geholt. Was ist so die Hauptzeit für den Kaffee? Ja, schon ab 8 Uhr. Da haben wir jetzt schon gut zu tun. Mit Rühreiern und Speck, ja, alles Mögliche. Und was schätzt du, wie viele Kaffees heute so rausgehen? Insgesamt? Schwer zu sagen. Ne? Heute Nachmittag kommt noch das Mittagsgeschäft. Schwer zu sagen. 400 Tassen, 500 Tassen. Ich habe keine Ahnung, was uns heute erwartet bei dem schönen Wetter. Ja, es ist ja immer eine Überraschung wert, die Wetterrama. Ja, das ist wahr. Wir sind jetzt hier im Polizeiwagen, Hauptpolizeiwagen auf der Wetterrama. Sozusagen, ja, das ist unser Dedo-LKW, das heißt, hier haben wir die Videoanlage, um die Veranstaltung überwachen zu können, hinsichtlich Straftaten. Also uns interessieren es die normale Besucher interessieren uns nicht, aber die Straftäter, die hier auftauchen. Ja. Und da haben wir in den letzten Jahren schon einige Taschendiebstähle, also Geldbörse-Diebstähle gehabt, wo es sogar Verletzte gab. Da kommen Gruppierungen, die wissen, dass hier die Leute viel Geld dabei haben und natürlich dann entsprechend ausgerüstet sind. Zum wievielten Mal sind Sie als Polizist jetzt schon bei der Wetterrama dabei? Also bei der Wetterrama war ich schon sehr, sehr oft. Verantwortlich bin ich jetzt seit 11 Jahren hier. Und mache hier die Wache, also Sicherheits- und Ordnungsdienst, koordiniere die Sache mit den Kollegen und so weiter. Und es ist immer wieder schön, auf die Wetterrama zu kommen. Also selbst auch wirklich interessiert? Ja, ich bin jetzt nicht unbedingt gerade der Schrauber oder so, aber ich erfreue mich an den Leuten hier, die hier Party machen. Und am schönsten ist es eigentlich so am Samstagnachmittag, wenn man dann Glück hat, dass es noch ein bisschen nicht regnet oder schönes Wetter ist. Ja. Und wenn man dann sieht, wie da die Einzelnen zum Haupteingang rauskommen, irgendeinen ohne Schrott trage, in die Kirchjäger, aber ein Lächeln auf dem Gesicht habe, ja, klar. Als wäre Geburtstag, Weihnachten und Ostern auf einen Tag gefallen. Das ist immer wieder faszinierend. Und gibt es eine spezielle, eine ganz witzige, ganz kuriose Geschichte, was man hier schon so alles erlebt hat? Ja, es gibt mit Sicherheit einiges, zum Beispiel, was uns letztes Jahr passiert ist. Das war um diese Uhrzeit, ist da jemand gekommen, hat uns einen Pass gebracht. Und dann schaue ich mir den Pass an, da war es ein kanadischer Pass. Da lag noch ein Flugticket drin. Neuer Ops, da wird sich aber einer mal umschauen. Da hat es vielleicht eine Stunde gedauert, dann kam der, ein Kanadier, und ganz aufgebracht, hat seinen Pass verloren und er weiß nicht, wie er jetzt wieder zurückkommen soll und so. Dann sage ich, ja, zufällig hätte man einen im Angebot, einen kanadischer Pass, ob ihm der recht wäre. Oh, ganz happy und so. Und jetzt sind sie wieder glücklich, ja, jetzt kann ich wieder nach Hause fliegen und so weiter und so fort. Aber erst kann ich jetzt in Ruhe noch das suchen, was ich suchen wollte. Sag ich, ja, und wie fliege ich sie dann nach Hause? Ja, sag ich, aber sie haben gar kein Ticket. Wie kein Ticket? Da habe ich ihm noch das Ticket in die Hand gedrückt und da war der natürlich total happy, das hat er gar nicht gemerkt, dass er sein Ticket auch im Pass gehabt hat. Der war natürlich dann, die Wetterrama schon gerettet hat, wenn er dann noch sein Teil gefunden hat, dann ist er von Kanada darüber geflogen gekommen, nur um sein Teil zu suchen. So, du bist der? Ja, ich Lutz. Und du fährst ja den ganzen Tag übers Gelände, weil? Ja, ich fahre halt die Leute ihre Brücke ins Auto. Ja. Und ist man den ganzen Tag wirklich nur unterwegs? Der Vormittag ist relativ ruhig. Ich hatte heute Vormittag vielleicht 2 oder 3 Touren gesehen. Und am 1 habe ich mich zum Mittagessen noch gesetzt. Und wo ich gerade noch sitze, geht das Telefon. Und seither bin ich nur noch am Fahren. An der anderen Seite of the bridge. Okay, we go together. So, wo geht's jetzt hin? Jetzt geht's lieber auf den Parkplatz. Okay, gut, dann sichere Fahrt. Ja, man tut, was man kann. Erstmal einen guten Morgen. Wir sind hier in der Halle 1, sitzen beim ASC
Was macht Veterama jetzt so wichtig für einen Club? Was sind für einen Club die Ziele auf so einer Messe? Schließlich gibt es hier auch überwiegend oder größtenteils einfach Schrauberbastler, die sich ein paar Teile suchen. Gut, der Allgemeine Schnauferclub ist der älteste bestehende Automobilclub in Deutschland. Er besteht aus 15 Landes- bzw. Bezirksgruppen. Mhm. Und die Veterama bietet natürlich einmal die Gelegenheit, die Plattform uns zu präsentieren, ja, als Club, ja, auch um neue Mitglieder zu gewinnen. Mhm. Leute, die autoaffin sind, ja, die das gleiche Hobby frönen. Und einfach auch den Mitgliedern die Chance zu geben, sich hier zu treffen, mhm, ja, gemeinsame Benzingespräche, ja, sich auszutauschen, was habe ich gekauft, was suche ich, hat der eine was gefunden, mhm, weiß der eine, wo es gibt. Ja? Ja. Und somit können wir uns hier als Club entsprechend präsentieren. Also lohnt es sich wirtschaftlich sowohl als auch persönlich für jeden Einzelnen hier? Es lohnt sich mit Sicherheit für jeden, der hier ist, mhm, ja, weil in der Regel kommen ja die Leute her, die bestimmte Sachen suchen, die sie sonst in Deutschland so nicht finden, weil die Veterama ist ja doch eine der größten Ersatzteilmessen, die es gibt. Ja, von der Seite her ist natürlich für jeden Oldtimer-Freund, und so wie wir gehört haben, haben wir ja viele Vorkriegsmodelle, die Messingklasse. Ja. Ja. Ja, selbst wir im Club haben ja Fahrzeuge ab 1893, okay, ja, 1898, ja, 1900, ja, 1911. Ja, und somit ist es natürlich auch für uns interessant, ja, immer mal wieder einen Ersatzteil zu suchen, mhm, das man eventuell braucht, ja, mhm, was man sonst nirgends findet. Ja, es gibt ja viele Teile nicht mehr. Man kann ja nicht einfach so zur, der Markt ist dann doch nicht so zum groß Händler gehen die, und sagen, ja, das brauchen wir jetzt, richtig, und wer bekommt es. Ja. Richtig, ja. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich. Ich wünsche euch viel Erfolg hier auf der Veterama. Vielen Dank. Hoffen wir, dass die Ziele, die gesetzt wurden, eingehalten werden, dass sich viele für euch begeistern und sich dem Club anschließen. Ja. Vielen lieben Dank, vielen Dank und ein schönes Wochenende. Dankeschön. Ich wünsche mir, dass alle Leute, die hier kommen, so bleiben, wie sie sind, weil die sind wirklich genial. Unser Publikum ist genial. Die Händler sind einzigartig. Man kann mit allen Menschen dort sprechen. Das ist vielleicht heutzutage auch ganz wichtig. Es geht eben nicht nur über E-Mail, sondern wir telefonieren auch noch und wir stehen noch gegenüber und diskutieren Dinge aus, auch wenn es manchmal anstrengend ist. Aber ich denke, so muss es bleiben, ein Stück weit zumindest. Und das finde ich ganz toll an der Veterama. Also mein Wunsch für die Zukunft ist eigentlich, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist. Dass die Besucher nach wie vor kommen, dass die Aussteller noch Spaß haben, zu uns zu kommen. Und dass im Schrauberkalender die Veterama nach wie vor das Highlight für jeden Einzelnen bleibt. Ich möchte eigentlich unbedingt erleben, so jung bin ich ja gar nicht mehr, dass Veterama seinen Stellenwert behält. Dass nicht durch diese ständigen Diskussionen mit Wertanlagen und sonstigem das Ganze in eine Richtung geführt wird, die dem eigentlichen Hobby sicher nicht gut tut, sondern dass weiterhin bei Veterama auch in Zukunft die Menschen zusammenkommen, die Interesse an historischer Technik haben, für die das Basteln am Fahrzeug, das selber Basteln, Freizeithobby ist und die es anschließend mit vollen Zügen genießen, wenn sie mit ihrem restaurierten Oldtimer bei einer Rallye vorfahren und ein paar Leute am Straßenrand stehen und applaudieren dafür, dass man es geschafft hat, ein Stück Kulturgut für die Nachwelt zu erhalten. Für jemanden, der noch nie auf der Veterama war, ist es ganz interessant, dort mal hinzukommen. Wenn man morgens dort ist, um 7:30 vor dem Haupteingang steht, ist drin alles ganz ruhig. Da liegt meist ein bisschen Nebel über dem Gelände, man sieht noch keinen. Die Ersten machen dann die Zelte auf und breiten ihre Waren aus. Und dann ist es immer ganz toll, wenn man um 9 oder um 9:30 über das Gelände schaut oder läuft, dann ist es ein Wirrwarr. Jeder kramt, jeder kruschelt, wühlt in Kisten, verhandelt. Dann bekommt man Bier in die Hand gedrückt. Was meinst du dazu? Obwohl man gerade mit dem Thema überhaupt gar nichts zu tun hat, einfach nur vorbeigelaufen ist. Und daraus ergeben sich tolle Momente einfach, die man so im Leben vielleicht selten findet. Ja. Ich habe mal einen Veterama-Aussteller gefragt, ob er mir die Veterama in einem Wort beschreiben kann. Und der hat zu mir dann gesagt, die Veterama ist für alle Aussteller ein Erntedankfest. Also es ist wirklich so,
dass alle Aussteller, die zu uns kommen, sich immer wieder auf die Wetterama freuen, weil sie dort eben zum einen ihre Umsätze machen, aber zum anderen auch immer sich freuen, altbekannte Gesichter wieder zu treffen. Und ich glaube, das kann man so auch auf die Organisatoren sagen. Natürlich freuen wir uns darüber, dass wir mit der Wetterama unser Lebensunterhalt verdienen. Aber die Wetterama ist auch mehr für uns als einfach nur ein Geschäft. Wir haben vor Ort riesig Stress. Also gerade bei mir ist es so, da ich die Organisation vor Ort komplett übernehme. Das heißt, ich bin für die Veranstaltungsdurchführung zuständig. Schlafe ich an dem Wochenende vielleicht 4 Stunden. Das hört sich im ersten Moment an, wie schlimm das ist. Aber ich freue mich eigentlich auch immer, mich abends dann ins Festzelt zu stellen und mit Besuchern oder Ausstellern oder auch mit unserem Helferteam dann auch mal ein Bier zu trinken oder wir grillen dann alle gemeinsam. Also eigentlich ist es für uns genauso wie für die Aussteller und Besucher mehr als nur Geld verdienen oder mehr als nur eine Veranstaltung, sondern es ist eigentlich unser Lebensinhalt, unsere Lebensaufgabe. Wetterama ist für mich die angenehmste Art, das Oldtimer-Hobby zu pflegen. Ich lerne Menschen kennen, ich lerne Teile kennen und ich habe bis jetzt kaum unsympathische Menschen auf der Wetterama kennengelernt. Hallo, kannst du mir die Wetterama mit einem Wort beschreiben? Super. Gut, schön, groß. Wunderbar, schönes Ereignis wie jedes Jahr. Schrottplatz. Super. Ich bin froh, dass noch so viel Betrieb ist, dass noch junge nachkommen, die sich dafür interessieren. Bevor wir das später im Altenheim alles aufbrauchen müssen. Sind Sie auf die Wetterama gekommen, um einen Schlitten zu finden? Natürlich. Es ist jetzt die perfekte Jahreszeit, um Schlitten zu fahren. Klasse. Spitze. Gut. Einwandfrei. Ein Wort. Formidabel. Versuch doch mal, Wetterama mit einem Wort zu beschreiben. Spaß pur. Sehr vielfältig. Waren 2 Worte. Für mich ist die Wetterama also tatsächlich die Kommunikation mit den Leuten. Man hat alle Kategorien kennengelernt, man hat deren Geschichten kennengelernt, man hat kennengelernt, wie sie wo was gefunden hat in irgendeiner Ecke. Eigentlich im Prinzip die Menschen, die Familie. Ein Wort: rustig, ölig, schmierig, einfach schön, einzigartig. Es ist ein ganz besonderes Feeling, ein ganz besonderes Flair, das man nicht erklären kann. Und ich habe immer Bauchweh, wenn ich daher fahre. Und das, so soll es auch sein. Weiter so. Man hat für den Rama bis zu 40.000 Leute, das stimmt, bei schönem Wetter. Es hat klein angefangen, eben 1975, jetzt nächstes Jahr 40-jähriges. Ne? Und dann ist es so ein Umfang erreicht, das stimmt schon bis zu 40.000. Wunderbar. Wir haben nichts gesucht, aber haben einiges gefunden. Einfach geil. Nur geil. Endgeil. Wetterama ist für mich die uneitelste Oldtimer-Veranstaltung. Die Mutter aller Märkte. Vielleicht so, ja. Sie haben ja alles hier. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Spaß. Genau. Super. Sehr gut. Super. Flohmarkt. Ist a perfect world. Ich würde sagen, das wäre ganz gut. Wir haben uns gefreut hier. Die Leute, die kommen alle aus Holland, nicht? Wir haben nur Teile gekauft hier. Guck mal, für wenig Geld. Ein Händler ist hier keiner. Wir sind alle nur Liebhaber und Enthusiasten und freuen uns über die schönen Autos. Einfach gigantisch. Tja, Wetterama mit einem Satz. Wetterama ist ein einzigartiger Schmelztiegel der nostalgischen Leidenschaften.